Frau Gründler, es stimmt etwas wegen meiner Abrechnung nicht. Hallo, Herr Schmidt. Egal wie das Gespräch sich gleich entwickelt, man muss sich danach noch gerade in die Augen sehen können, nicht wahr? Selbstverständlich. Herr Schmidt, keiner unterstellt Ihnen, dass Sie Ihre Dienstreise mit irgendwelchen privaten Angelegenheiten verquicken, aber Sie dürfen auf Dienstreisen keine Doppelzimmer abrechnen. Frau Gründler, es waren leider keine Einzelzimmer mehr frei. Außerdem war das Hotelpersonal so freundlich, mir nur den Preis eines Einzelzimmers zu berechnen. Das geht aus Ihrer Rechnung aber nicht hervor. Außerdem hätten Sie im Vorfeld 3 Vergleichsangebote einholen und diese der Rechnung beilegen müssen. Aber ich gehe davon aus, dass es in Bettelnützen keine 3 Hotels in der gleichen Kategorie gibt. Da wollen wir mal nicht so sein. Schließlich sind wir immer noch Menschen. Und die Regeln sind ja für die Menschen da und nicht die Menschen für die Regeln. Nicht wahr? Aber ich befürchte, Sie müssen in dem Hotel anrufen und rückwirkend eine Rechnung für ein Einzelzimmer anfordern. Herr Schmidt. Mögen Sie Sushi? Strategien, wie Sie mit diesem und 13 weiteren Kollegen erfolgreich umgehen, finden Sie in dem Buch Ich bin total beliebt, es weiß nur keiner von Michael Band und Ralf Schmidt, dem Survival Guide durch die Kollegenhölle.